Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Zeichen tiefer Trauer und auch Fassungslosigkeit heute in München am Ort des Attentats. 9 Menschen wurden erschossen, die meisten davon Kinder und Jugendliche. Guten Abend, zu später Stunde. Die Nacht des Schreckens in München, sie ist vorüber und jeder fragt sich natürlich, wie ist das gekommen und hätte man es verhindern können? Was die Münchner Bevölkerung nach der Mordtat in Angst und Schrecken versetzte, aber auch die Polizei und die Sicherheitskräfte in Atem hielt, das war natürlich die Frage, handelt es sich um einen Attentäter oder sind es mehrere? Und wenn es mehrere sind, wo verstecken sie sich und planen weitere Morde? Erst am frühen Morgen wurde auch für die Polizei klarer, dass es sich nur um einen Täter handelte. Die andere Frage, die möglichst schnell zu klären war, handelt es sich um einen Terroranschlag mit politischem Hintergrund und Motiv oder ist es ein einzelner Amokläufer? Sebastian Kraft. Jugendliche trauern um Jugendliche. 8 der 9 Todesopfer waren unter 21 Jahre alt, alle aus München und der Umgebung. Nach der Schreckensnacht kommen heute viele zum Tatort am Olympia-Einkaufszentrum. Für Abner Segashi wird nach diesem Tag nichts mehr so sein wie früher. In dem Schnellrestaurant wurde gestern seine Schwester erschossen. 14 Jahre, ihr ganzes Leben noch vor sich. In der Nacht hatte er sie noch über Facebook und in vielen Münchner Krankenhäusern gesucht. In erster Linie geht es mir um meine Schwester und dass sie nicht mehr da ist und dass sie auch nicht mehr da sein wird. Und dann ist es mir auch egal, ob es ein Islamist ist oder ob es irgendein. In erster Linie ist mir wichtig, dass wir Menschen sind. Und wir haben einen sehr, sehr geliebten Menschen verloren. Und vor allem habe ich die Person verloren, die mir am meisten am Herzen lag. Auch er trauert. Es war mein Sohn. 21 Jahre alt. Bei aller Trauer und allem Entsetzen entspannt sich die Sicherheitslage schnell, als die Polizei am Mittag neue Ermittlungsergebnisse präsentiert. Der Täter habe keinen Bezug zum IS gehabt und auch keine Komplizen. Sodass es also auch aus unserer Sicht jetzt eindeutig ist, dass es wir mit einem Einzeltäter zu tun haben. Zweite Kernbotschaft, die mir auch ganz wichtig ist, Tat und Täter haben nach dem derzeitigen Stand überhaupt keinen Bezug zum Thema Flüchtlinge. Nichtsdestotrotz werden wir das Ermittlungsverfahren weiterführen. Auch auf die Frage hin, gibt es hier irgendjemand, der mit diesen Waffen in Verbindung steht, mit der Munition in Verbindung steht? Das würde uns schon noch sehr gerne interessieren. Am Vormittag bittet Horst Seehofer sein Kabinett zu einer Sondersitzung, beginnend mit einer Schweigeminute. Das Einsatzkonzept der Polizei wird gelobt. Auch die zwischenzeitliche Einstufung als eine akute Terrorlage sei richtig gewesen. Es war absolut richtig, dass die Polizei sich hier entsprechend aufgestellt hat. Also ein herzliches Dankeschön an die großartige Arbeit der Polizei. Und das gilt, das will ich schließlich sagen, auch für deren Öffentlichkeitsarbeit. Es bleiben aber noch viele Fragen, vor allem zu den Motiven des Täters. Kannte er seine Opfer? Und woher hatte er die Waffe und die viele Munition? Das müssen nun die Ermittlungen zeigen. Ja, auf einem Parkdeck des Münchner Olympia-Einkaufszentrums steht gestern Abend der Amokläufer. Gerade hat er mehrere Menschen erschossen. Und es bleibt, wie stets nach solchen Taten, natürlich die Frage nach dem Warum. Was bewegt einen 18-Jährigen dazu, wahllos zu töten? Was ist in seinem noch so jungen Leben so dermaßen schiefgelaufen, dass er zu diesen Morden fähig ist? Stück für Stück versuchen die Ermittler nun herauszufinden, wie der Alltag des jungen in München geborenen Deutsch-Iraners aussah und wie es dann zu diesem Blutbad kommen konnte. Lisa Schoch und Marc Seibold berichten. Fassungslose Blicke. Sie haben in unmittelbarer Nachbarschaft mit dem Amokläufer gelebt. Ungläubig beobachten die Nachbarn, wie die Polizei am Morgen Beweismittel aus der Wohnung trägt und auf einmal Presse aus aller Welt vor ihrer Haustüre steht. Keiner von ihnen hätte sich wohl vorstellen können, dass ihr unscheinbarer junger Nachbar zu so einer Tat imstande sein würde. Was hat David S. dazu gebracht, 9 vor allem junge Menschen und anschließend sich selbst zu töten? Mögliche Motive des Täters liefert bislang vor allem ein YouTube-Video, das gestern im Internet aufgetaucht ist. Zu hören ist der Täter im Streit mit Anwohnern. Undeutlich und nur teilweise verständlich. Und jetzt muss ich eine Waffe kaufen. Ich wollte, wie Sie
In Giesing ist eine renommierte Münchner Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ist der YouTube-Dialog möglicherweise ein Hinweis darauf, dass der Amokläufer in der Schule gemobbt wurde? Hat er vielleicht aus Rache gehandelt? Ein gefakter Facebook-Eintrag, mit dem er gestern Abend möglichst viele Menschen zum Tatort locken wollte, weist auf eine schon länger geplante Tat hin. Er würde dort spendieren, was sie wollen, aber nicht zu teuer. Das war wohl die Einladung. Das müssen wir aber erst noch tatsächlich verifizieren. Aber es spricht vieles dafür, dass das von dem Täter eingerichtet wurde. In welchem psychischen Zustand befand sich David S. zum Zeitpunkt der Tat? Heute bestätigte der Innenminister, dass er nicht gesund war, wohl sogar in stationärer Behandlung. Wir haben aufgrund der bisherigen Aussagen einige Hinweise darauf, dass eine nicht unerhebliche psychische Störung bei dem Täter vorliegen könnte. Wir haben die Hinweise, die ich gerade angesprochen habe, darauf, dass er sich schon seit längerer Zeit mit dem Thema Amok beschäftigt hat. Haben den Schüler David S. frühere Amokläufer zu seiner schrecklichen Tat animiert? Zumindest soll er sich mit ihrer Geschichte beschäftigt haben. Gestern war der 5. Jahrestag von Breivik. Und wenn sich jemand so intensiv mit dem Thema Amok beschäftigt, dann wird natürlich auch der Fall Breivik mit Sicherheit eine Rolle gespielt haben. Endgültig werden die Ermittler diese Frage wohl erst nach der Auswertung von David S. Computer beantworten können. 9 Unschuldige hat seine Tat das Leben gekostet. In Frankfurt begrüße ich jetzt Professor Dr. Britta Bannenberg, die an der Universität Gießen Amokläufe in Deutschland kriminologisch analysiert. Guten Abend, Frau Bannenberg. Schönen guten Abend, Herr Roth. Frau Bannenberg, der Täter von München, der war offenbar in psychiatrischer Behandlung. Gibt es denn während einer solchen Behandlung oder denn auch im täglichen Leben warnende Anzeichen, die auf die Möglichkeit eines solchen Verbrechens hindeuten könnten? Das ist bei den Amokläufern, deren Fälle wir analysiert haben, der Fall gewesen. Manche sind vorher psychiatrisch auffällig gewesen. Alle haben eine Persönlichkeitsauffälligkeit im negativen Sinne. Und das macht sich natürlich schon bemerkbar. Das fällt möglicherweise auch Mitschülern und anderen Personen auf. Kann man denn dann, wenn das irgendjemand auffällt, was tun, um eine solche Tat dann in Zukunft zu verhindern? Und was veranlasst einen zu der Annahme, dass so eine Tat passieren könnte? Man sieht, dass es sich um eine bestimmte Persönlichkeitsstörung im Grunde handelt. Es sind Einzelgänger, die sich sehr fremd fühlen, die sonderbar wirken auf ihre Mitschüler, auf ihre Umgebung und die sehr narzisstisch sind, das heißt sehr egoistisch, sehr ich-zentriert, ohne Empathie für andere, die schwer Kontakt bekommen und die so über Groll und Hass brüten. Dieser Hass zeigt sich zunächst nicht direkt, also nicht impulsiv, nicht aggressiv, gewalttätig. Aber diese Personen lassen erkennen, dass sie Amoktaten sehr positiv bewerten, dass sie Attentate gutheißen. Und das sind dann Andeutungen und Äußerungen, die Mitschülern, aber auch anderen Menschen gegenüber oft fallen gelassen werden. Und deshalb kann man schon, wenn man eine solche Beunruhigung spürt, als Schüler zum Beispiel Erwachsene einschalten. Und Schüler sollten sich auch mit diesem Unbehagen an ihre Eltern wenden. Und dann kann man die Polizei und die Psychiatrie informieren. Und das sollte man dann auch tun, denn das scheuen ja ganz offenbar viele Menschen oder nehmen es nicht ernst. Ja, es ist häufig eine Angst vorhanden, dass man jemanden vielleicht zu früh verdächtigt und dass sehr Schlimmes passiert, weil man keine Vorstellungen hat, was in der Psychiatrie so alles geschieht. Aber es geht letztlich um die Abklärung von Selbst- und Fremdgefährdung. Bei Amoktätern ist die Verbindung zwischen Suizidgedanken, aber auch Tötungsfantasien, diesen Fremdaggressionen, häufig sehr kennzeichnend. Es geht also nicht nur um Depressionen, sondern um die Mischung. Frau Professor Bannenberg, Sie haben viele Amokläufe analysiert. Lassen sich die Täter von Vorgängern in irgendeiner Art inspirieren? Es wird jetzt ja auch in unserem vorliegenden Fall gemutmaßt, der Freitag wäre ein wohlgewählter Tag gewesen, weil es der Jahrestag des Attentats von Breivik war, der auf der norwegischen Insel Utøya 77 Menschen erschossen hat. Ist sowas Vorbild?
Das kann sein. Einmal ein ganz spezielles Datum. Wir werden wohl sicher davon ausgehen können, dass es hier eine Identifikation mit anderen Amok-Tätern gab. Das haben wir bei allen jungen Amok-Tätern gefunden, dass sie insbesondere von der Tat an der Columbine High School und von den Tätern sehr fasziniert und inspiriert waren. Lassen Sie mich kurz einführen, Columbine High School, das war 1999. Da haben zwei Jugendliche, ich glaube 12 Schüler erschossen. Und einen Lehrer, ja. Und einen Lehrer. Und das ist dann eine Orientierung, das ist, wie Sie sagen, ein Vorbild möglicherweise. Ja, das ist eine der berühmtesten, in Anführungsstrichen bekannt gewordensten Amok-Taten in den USA. Es ist original Bildmaterial von dieses berühmte Cafeteria-Video im Internet verfügbar. Man bekommt das auch nicht weg. Und das inspiriert Tatgeneigte sehr intensiv. Sie gehen dann in dieses Material hinein, sie lesen über die Tat, sie schauen sich Videos an über diese Taten, sie schauen sich die Hinterlassenschaften der Täter an, Tagebucheinträge, hasserfüllte Fantasien und planen dann ihre eigenen Taten. Das heißt, diese Identifikation und auch dieses sich Anlehnen an andere Täter, das ist ein ganz wesentliches Element. Also wer das wahrnimmt, sollte ganz schnell in das Gespräch mit Eltern oder vielleicht sogar der Polizei kommen. Frau Professor Bamberg, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gern. Das Interview haben wir am Abend aufgezeichnet. Die Fahnen wehen bundesweit auf Halbmast wegen des Amoklaufs. Der Bundesinnenminister hat das als Zeichen der Trauer und der Anteilnahme so angeordnet. Er selbst flog wegen des Attentats kurz nach seiner Landung in New York gleich wieder zurück nach Berlin. Denn natürlich war auch die Politik in der Hauptstadt alarmiert angesichts der Geschehnisse in München. Auch wenn es schlussendlich ein Amoklauf ohne terroristischen Hintergrund war. Ulla Fiebig über die Berliner Reaktionen auf die Ereignisse der letzten Nacht. Sie hat mit ihrem Statement bis zum Nachmittag gewartet. So lange, bis die Lage weitgehend klar erscheint. Es war kein Terror, es war ein Amoklauf. Die Kanzlerin drückt den Angehörigen der Opfer und den Verletzten ihr tiefes Mitgefühl aus. Wichtig ist ihr aber auch der Dank an die Polizei, an die Rettungskräfte und an die Münchner. Sie sind den Anweisungen der Polizei ruhig nachgekommen. Sie haben einander beigestanden, Wohnungen für Fremde geöffnet, die nicht mehr nach Hause kamen. Und haben damit gezeigt, wie wir in einer freien und mitmenschlichen Gesellschaft zusammenleben. In dieser Freiheit und Mitmenschlichkeit liegt unsere größte Stärke. Merkel hatte die Minister des Sicherheitskabinetts für heute ins Kanzleramt bestellt, weil es auch ein Terrorakt hätte sein können und die allgemeine Sicherheitslage dann eine ganz andere gewesen wäre. In diesen Tagen ist es doch in ganz Europa so, dass wir uns Sorgen machen. Gott sei Dank in diesem Fall sind die Hintergründe nicht der Natur, dass wir jetzt schnelle Folgeattentate zu befürchten haben. Mit Amok-Taten wie denen des Norwegers Breivik vor genau 5 Jahren hat sich der Täter von München beschäftigt. Welchen Einfluss sie auf den 18-Jährigen und die Tat hatten, kann auch der Innenminister nicht beantworten. Wir haben Ähnliches diskutiert in dem Amok-Fall nach Winnenden. Wie schafft es die Umgebung, solche Explosionen von Gewalt dadurch vielleicht zu verhindern, dass man vorher etwas mitbekommt? Überall im Land war es heute der Tag der Trauer. Die politische Diskussion über mögliche Konsequenzen aus der Tat wird aber gewiss folgen. Amokläufe, Terrorattentate und die Folgen für unser Zusammenleben. Ein Kommentar von Thomas Baumann vom Mitteldeutschen Rundfunk. Dass der Täter von München nur als Amokläufer und nicht als Terrorist klassifiziert wird, beruhigt keineswegs, schon gar nicht die Opfer. Auch wir sollten uns bewusst machen, dass der Mörder von München den Schergen des sogenannten Islamischen Staats unbewusst in die Hände gespielt hat. Der Schreckensabend von München, er lief nämlich ab vor der Folie einer weitaus gefährlicheren Bedrohung, der durch islamistischen Terror. Ob blindwütiger Amoklauf oder organisierter, zielgerichteter Terror, nach Paris, Brüssel, Nizza, Würzburg und München nimmt bei vielen das Gefühl des Ausgeliefertseins, der Ohnmacht und Schutzlosigkeit zu. Mit jeder Attacke droht lähmendes Gift in den Kreislauf unserer Gesellschaften zu fließen. Auf dem Spiel stehen nicht weniger als, ja, Einigkeit und Recht und Freiheit. Die Mörder wollen Gesellschaften spalten, Hass und Zwietracht säen. Sie wollen, dass wir überreagieren und rechtsstaatliche Grundsätze über Bord werfen. Sie wollen uns die Freiheit nehmen
uns ohne Angst bewegen zu können. Wenn wir all das zuließen, dann hätten wir schon verloren. Alles Sorgen und vereinzelt auch Hyperventilieren hilft nicht weiter. Was es braucht, das sind äußerste Wachsamkeit der Sicherheitsbehörden und vor allem eines: trotzige Gelassenheit in der Bevölkerung. Thomas Baumann kommentierte. Auch in Afghanistan hat eine Gewalttat die Menschen sehr erschüttert. Mehr dazu in den Kurznachrichten jetzt mit Jens Riva. In der Hauptstadt Kabul sind bei einem Anschlag mindestens 80 Menschen getötet worden. Mehr als 230 wurden verletzt. Zwei Attentäter hatten sich während einer Großdemonstration in die Luft gesprengt. Gerade sind Bomben detoniert, mitten auf einer Demonstration. Zwei Attentäter haben sich in die Luft gesprengt. Tausende müssen auf dem Platz gewesen sein. Jetzt rennen sie um ihr Leben. Über ihre Nachrichtenagentur erklärte die Terrororganisation Islamischer Staat, sie übernehme die Verantwortung. In den Krankenhäusern kämpfen noch viele Verletzte um ihr Leben. Die Menschen werden aufgerufen, Blut zu spenden. Stundenlang zog die Demonstration zuvor friedlich durch Kabul. Es protestierten Hazara, das sind schiitische Muslime. Sie stellen etwa 10-15% der Bevölkerung. In den Augen des sunnitischen IS sind sie Ungläubige. Auf der Demonstration ging es um eine geplante Stromtrasse. Die Hazara fürchten, davon nicht zu profitieren. Es wurde gewarnt, dass es Anschläge geben könnte. Große Teile von Kabul waren deswegen abgeriegelt. Der türkische Präsident Erdogan hat die Schließung von mehr als 2300 Einrichtungen angeordnet. Dazu zählen Schulen, gemeinnützige und gewerkschaftliche Institutionen sowie medizinische Zentren. Es ist Erdogans erstes Dekret seit der Ausrufung des Ausnahmezustands. Die betroffenen Einrichtungen sollen Verbindungen zur Gülen-Bewegung haben. Erdogan beschuldigt den in den USA lebenden Prediger, hinter dem Putschversuch zu stecken. US-Präsidentschaftsbewerberin Clinton hat ihren Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten offiziell vorgestellt. Es ist der demokratische Senator Kane aus dem Bundesstaat Virginia. Clinton hob die politische Erfahrung des 58-Jährigen hervor, sowie seine Kompetenz in Außen- und Sicherheitsfragen und sein soziales Engagement. In Berlin haben Hunderttausende den Christopher Street Day gefeiert. Sie zogen friedlich vom Kurfürstendamm zum Brandenburger Tor, um mehr Rechte für Schwule, Lesben und Transsexuelle zu fordern. Nach dem Amoklauf in München fand die Parade unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Und uns bleibt noch der Blick aufs Wetter. Donald Becker, wie wird der Sonntag? Ja, es gibt aber noch ein paar stärkere Schauer und Gewitter, leider. Wir gucken uns erst mal die Regenmengen an, die heute gefallen sind. Und die waren auch zum Teil beachtlich, obwohl viele wahrscheinlich von Ihnen, liebe Zuschauer, gar nichts davon mitbekommen haben. Aber wir können uns mal die Tabelle anschauen. Es war dann wirklich in Gilching ganz schön heftig. 58 Liter Regenwasser auf den Quadratmeter, gefolgt von Birks in der Rhön. Und auch in Bonn hat es wieder kräftig geschüttet. 48 Liter Regenwasser dort innerhalb auch von zum Teil recht kurzer Zeit. Wir schauen mal auf dem Radarfilm nach, wo es in den letzten Stunden geregnet hat. Da sehen wir vor allem hier dieses Regengebiet über der Mitte Deutschlands, das sich langsam auflöst. Ein paar Schauer und Gewitter sind noch dabei, aber vor allem hier über Bayern sind sie noch recht kräftig und ziehen jetzt vom Bayerischen Wald in Richtung Sachsen. Und das ist dann auch die Verteilung für die heutige Nacht. Das heißt vor allem vom Bayerischen Wald bis nach Sachsen immer wieder Schauer und Gewitter, örtlich auch noch in Hessen. Die werden sich aber dann eher auflösen. Und es können sich dann auch dort, wo der Himmel mal ein bisschen aufklart, Nebelfelder bilden. Auch an der Nordsee besteht Nebelgefahr. Die Temperaturen gehen zurück auf 18 bis 15 Grad. Und morgen der Vormittag bringt dann erstmal noch ein paar Seenebelfelder im Nordseeumfeld. Ansonsten dort sehr sonnig. Die Schauer und Gewitter über Sachsen werden sich wieder intensivieren im Verlauf des Vormittages. Meist ist es noch trocken. Zum Nachmittag kommen dann aber auch im äußersten Westen und im Südwesten teils heftige, aber nur örtlich eng begrenzte Gewitter dazu. Wieder mit diesen Platzregengüssen, die nicht alle treffen werden. Auch über Schleswig-Holstein zum Teil ein paar Gewitter.
Die höchsten Temperaturen liegen dann je nach Sonnenscheindauer so bei 25 bis örtlich knapp 30 Grad. Und der Wind ist vor allem zwischen Nord- und Ostsee sehr interessant. Hier gibt es eine sogenannte Küstenkonvergenz. Das heißt, der Wind weht zusammen, die Luft steigt auf. Und deswegen gibt es vor allem dort dann diese Schauer und Gewitter, vor allem am Nachmittag. Der Wind ist sonst nur schwach, nur in Gewitterböen kann er mal ein bisschen stärker auffrischen. Das wird auch in den nächsten Tagen so sein. Am Montag und am Dienstag wird es dann noch mal ein paar Wärmegewitter geben, die sich aber langsam in Richtung Südosten zurückziehen. Am Dienstag wird es dann von Nordwesten her deutlich freundlicher, trockener. Und es bleibt aber immerhin sommerlich warm. Das ist die gute Nachricht. Ja, das hört sich wirklich gut an. Donald, ganz herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, das waren die Tagesthemen. Hier geht es weiter mit dem Wort zum Sonntag. Die nächste Tagesschau informiert Sie um 3 Uhr. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie es denn wollen. Bis dahin also und kommen Sie gut durch die Nacht.